Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich würde heute gerne die Vorlesung fortsetzen. Dafür gehen Sie bitte auf OLAT und öffnen Sie die zugehörige PowerPoint-Präsentation. Wir werden heute mit Walter von der Vogelweide Teil 2 in dieser Vorlesung fortfahren. Wenn Sie jetzt die PowerPoint-Präsentation geöffnet haben, dann blättern Sie doch bitte um. Der bedeutendste deutschsprachige Lyriker des Mittelalters, Walter von der Vogelweide, zeichnet sich, und das haben wir in der letzten Sitzung ja hier besprochen, durch eine umfangreiche Erweiterung des lyrischen Sprechens aus. Beherrschte vor Walter das Werbungslied das lyrische Gattungssystem in Deutschland? Bringt dieser nun weitere Formen in die deutsche Literaturgeschichte ein, deren Herkunft sich seiner Kenntnis französischer und lateinischer lyrischer Textgattungen verdankt. Vor allen Dingen Motive aus einer lateinisch-bukolischen, das heißt also eine Tradition, eine lateinische, die seit der Antike schon gibt, Schäferdichtung, Dichtung mit Naturelementen und eben der Vollzug der Liebe. Ja, also vor allen Dingen Motive aus dieser lateinisch-bukolischen Tradition und einer romanisch-pastorellenhaften Tradition, die Sie ja hier in der Vorlesung schon kennengelernt haben, kennzeichnen die sogenannten Mädchenlieder Walters, die eine Gegenseitigkeit der Minnesituation zur Grundlage haben und sowohl den Handlungsschauplatz als auch das artikulierte Verlangen der Liebenden als naturhaft in den Blick nehmen. Das scheint mir entscheidend zu sein für die Mädchenlieder, eben der Handlungsschauplatz Natur, aber auch die Liebe, die Sexualität als eine naturhafte konstruiert und nicht als eine ja, sozialen Regularien gehorchend, wie Dienst, Lohn und so weiter. Heute soll es um zwei weitere Tendenzen des Walterschen Minnesangs gehen, die vorher in der Tradition so keine Rolle gespielt haben. Zum einen um den Einfluss der Sangspruchlyrik auf die Form der Thematisierung von Liebe, zum anderen um Formen parodistischen Sprechens. Und damit blättern Sie bitte um, wir kommen zu Punkt 2. Ein Spruchdichter macht, oder ein Sangspruchdichter müsste es genauer heißen, macht Minnesang. In seiner Sangspruchdichtung schreitet Walter ein großes Themenspektrum ab. Politische und alltagspragmatische Texte stehen neben religiösen, moralischen und auch Bettelstrophen. Das Gemeinsame der Gattung Sangspruch liegt zum einen in ihrem oft beharrlichen, beinahe grübelnden Resonieren, Nachdenken, den Überlegungen, den diffizilen, ihrer polemischen Analyse politisch-zeitgenössischer oder moralisch-zeitenthobener Probleme. Zum anderen definiert ein selbstbewusstes Ich in dieser Sangspruchdichtung, wie man sich in der Welt verhalten sollte und was gesellschaftlich anders zu laufen habe. Diese Formen selbstbewussten, analytischen Sprechens und die Gesellschaftsthematik überträgt Walter von der Sangspruchdichtung auf den Minnesang. Das ist das Entscheidende. Ja? Die Sangspruchdichtung kennzeichnet sich also durch politische, aber auch persönliche, klare analytische Rede, was falsch läuft und was richtig laufen sollte. Ja? Das scheint mir dann eben von Walter auf den Minnesang übertragen zu werden. Hier wie dort ringt er um die Definition zentraler Begriffe und bringt diese mit den traditionellen Argumentationsstrukturen der Minnelyrik in Verbindung. Ja, also Definition zentraler Begriffe, analytische Rede, aber auch Beibehaltung traditioneller Argumentationsstrukturen. Als ein erstes Beispiel solch theoretisierenden Minnesangs, der weniger die Situation des Liebenden als vielmehr Begrifflichkeiten und allgemeine Vorstellungen über Liebe reflektiert, sei hier auf folgendes Lied verwiesen, das in den Handschriften
manchmal vier und manchmal fünfstrophig erscheint. Blättern Sie bitte um. Es handelt sich um Saget mir jemand, was ist Minne? L.69.1, vielleicht sollte ich das auch noch ganz kurz erklären. Wir haben ja zwei Möglichkeiten, lyrische Texte aus dem Mittelalter zu benennen. Die tragen keine Titel. Anders als moderne Lyrik tragen mittelalterliche lyrische Texte keinen eigenen Titel. Entweder nimmt man die ersten Verszeile und macht daraus den Titel. Das wäre hier, saget mir jemand, was ist Minne? Oder man verweist auf die Erstausgabe Lachmanns, Karl Lachmanns, großer Philologe des 19. Jahrhunderts. Der hat als erster die Lieder Walters von der Vogelweide herausgegeben. Und dort steht dieses Lied oder beginnt dieses Lied auf der Seite 69 ganz oben die erste Zeile in dieser Textausgabe. Das meint L. Lachmann, 69, Seite 69, Komma 1, in der Zeile 1 auf Seite 69 beginnt dieses Lied. Schauen wir es uns an. Saget mir jemand, was ist Minne? So wäst ich gern auch darum meh. Es wär sich Rechte nu versinne, der Bericht rächte mich, wie tut sie weh. Minne ist Minne, tut sie woll. Tut sie weh, sondern heißet sie nicht Minne. So sen weiß ich, wie sie danne heißen soll. Übersetzung: Sagt mir mal jemand, was Liebe ist, denn ich wüsste gerne mehr darüber. Wer auch immer nun richtig Bescheid weiß, der belehre mich gründlich, weshalb sie weh tut. Liebe ist Liebe, wenn sie gut tut. Tut sie weh, so heißt sie nicht Liebe. Folglich weiß ich nicht, wie sie dann heißen soll. Das Lied beginnt mit einer rhetorischen Frage, auf die es keine Antwort gibt und auf die auch keine Antwort erwartet wird. Allerdings zeigt die Frage eine Unsicherheit des Sprechers an, dass ich weiß nicht oder nicht mehr, was Liebe denn eigentlich ist. Im Gegensatz zu dieser Unsicherheit zeigt der Fortgang der Strophe, dass das Ich durchaus eine feste Vorstellung davon hat, was Liebe ist. Rigoros legt das Ich per Definitionem fest, was Liebe ist. Sie ist Beglückung. Doch macht der vorletzte Vers deutlich, dass Liebe auch schmerzen kann. Tut sie weh, heißt es da. Mit dem Personalpronomen sie kann ja hier nur die Liebe gemeint sein. Diese Leitliebe, das unglückliche Empfinden, ist uns ja auch aus dem Werbungslied bestens vertraut. Da diese Liebe der Setzung Liebe ist Glück widerspricht, kann die Leitliebe nicht auch Liebe heißen. Das Ich nimmt hier eine quasi logische Operation vor. Wenn Liebe nur Liebe ist, wenn sie gut tut, kann eine schmerz- und leidvolle Liebe eigentlich nicht Liebe sein, auch wenn sie den Namen Liebe trägt. Mit dieser sprachreflexiven Problematisierung, dass der gleiche Begriff Liebe für gegensätzliche Gefühlszustände, nämlich Glück und Leid, Verwendung findet, ist eine andere Form des Sprechens über Liebe gekennzeichnet, als wir es bislang aus den Werbungsliedern kennen. Das Ich spricht nicht über seine unglückliche Situation, sondern reflektiert allgemein über das Wesen und die sprachliche Bezeichnung der Liebe. Diese allgemeine Reflexion über Liebe, ihr Wesen und ihre sprachlichen Bezeichnungen, das ist dem analytischen Sprechen über Gesellschaft und Politik in der Sangspruchdichtung Walters ähnlich. Also nicht der Gegenstand ist ähnlich, aber die Weise, wie über den Gegenstand gesprochen wird, nämlich distanziert, nicht selbst betroffen, analysierend, ja, Begrifflichkeiten definierend und so weiter. Das stimmt überein mit Sangspruchdichtungen Walters, die ich Ihnen aus Zeitgründen nicht auch noch vorführen kann. Walter hat also Sprechweisen aus der Sangspruchdichtung auf den Minnesang übertragen. Darum geht es mir. Schauen wir uns mal die zweite Strophe an. Blättern Sie bitte um. Ob ich rechte raten könne, was du Minne sieh, so sprechend ja.
Minne ist zweier Herzen Wünne, teilen sie Glieche, so ist die Minne da. Soll aber ungeteilet sein, so kann sie ein Herz alleine nicht enthalten. O weh, wolltest du mir helfen, Frau Wemin. Übersetzung: Wenn ich richtig raten kann, was die Liebe sei, so sagt ja. Liebe ist die Freude zweier Herzen. Teilen sie diese gleichermaßen, so ist die Liebe da. Soll aber nicht geteilt werden, dann kann sie ein Herz allein nicht enthalten. O weh, würdest du mir helfen, meine Dame. Das definitorische Sprechen wird in gespielter Interaktion mit den Zuhörern, Rezipienten, auch in Strophe 2 weitergeführt. Die Voraussetzung dafür, dass Liebe mit Glück gleichgesetzt werden kann, ist ihre Gegenseitigkeit. Minne ist zweier Herzen Wünne, teilen sie Glieche. Ja? Also Gegenseitigkeit als Merkmal. Damit ist also ein zweites Merkmal der Liebe definitorisch bestimmt. Eine einseitige Intensität der Gefühle reicht nicht aus, um als Liebe bezeichnet werden zu können. Erst, also was muss Liebe haben? Sie muss Glück bringen und sie muss gegenseitig sein. Das macht Liebe aus. Erst im letzten Vers der Strophe wird die definitorische Rede über Liebe dann ins Persönliche hinübergespielt. In direkter Anrede an die Dame und mit Hilfe des einleitenden Klagerufs O weh wird die Situation des Ichs schlaglichtartig beleuchtet. Diese Situation ist ja die Basis der allgemein gehaltenen Reflexion über das Wesen der Liebe. Das Ich ist in der Situation der Werbungslieder. Seine Liebe ist eine unerwiderte. Die Aufforderung an die Dame, Hilfe zu leisten, schreibt ja die Konstellation der Werbungslieder fort. Das Ich ist hilflos und bedarf des Zuspruchs der Dame. Das heißt, dieses Ich leidet und dieses Ich liebt einseitig. Also beides, was das Ich empfindet, entspricht eigentlich nicht der positiven Definition der Liebe. Da kann nur die Dame abhelfen. Sie kann die Gegenseitigkeit herbeiführen und die Freude dem Ich schenken. Dann wäre Liebe da und könnte von Liebe gesprochen werden. Konjunktivisch und futurisch ist die Hoffnung auf Erlösung aus seiner misslichen und leidvollen Lage hier eingespielt. Auch das ist ja eine vertraute Redeform aus der Gattung Werbungslied. Ja, das wissen Sie ja noch, die Hoffnung auf Glück, die Hoffnung auf die Gegenliebe, auf die Erhörung durch die Dame wird immer wieder in einen konjunktivischen Raum verlegt, in einen Raum der Hoffnung, der Zukunft. Und das haben wir hier genau so. Also hier trifft die definitorische Rede der Sangspruchdichtung auf die Strukturen der Werbungslieder in diesem Lied. Gucken wir, wie es weitergeht. Blättern Sie bitte um. Frauwe, ich eine trag ein Teil zu Svere. Wollest du mir helfen, so hilf an der Zeit. Sie aber ich dir gar unmehre, das Sprichende liech, so lasse ich den Street und würde ein ledig Mann. Du sollt aber eines wissen, dass dich rechte Lützel jämmern bass, dann ich gelobben kann. Meine Dame, ich allein trage an dem einen Teil zu schwer. Möchtest du mir helfen, so hilf bei Zeiten. Bin ich dir aber ganz gleichgültig, dann sag das endlich. So höre ich auf, um dich zu kämpfen und werde ein freier Mann. Du sollst aber eines wissen, dass dich wirklich niemand besser als ich loben kann. Jetzt sind wir hier ganz auf dem Terrain des Werbungsliedes angekommen. Ihre ausstehende Reaktion auf sein Hilfeersuchen entscheidet seinen weiteren Lebens- und Liebesweg. Seine Dame muss aus seiner Perspektive die Liebe erwidern.
Nur dies führt zu dem, was in den ersten beiden Strophen mit dem Begriff Liebe definiert wurde und für den Liebenden Glück bedeutet. Gegenwärtig ist dieser Zustand, alles konventionelle Konstrukte aus der Gattung Werbungslied, nicht gegeben. Ja, der Zustand ist Leid und einseitig. Er leidet und ist sich ihrer Gefühle nicht sicher. Falls sie seinen Gefühlen und ihm selbst jedoch gleichgültig gegenübersteht, dann wird er nicht weiter um ihre Liebe kämpfen. Allerdings, und das scheint mir ein typischer Witz Walters zu sein, müsste die Dame ihre Gleichgültigkeit erstmal sprachlich zum Ausdruck bringen, damit er von ihr lässt. In allen drei Strophen fordert Walter einen Sprechakt seines Gegenübers ein. Denken Sie nochmal zurück. In Strophe 1, saget mir jemand, was ist Minne? Und in 2, ob ich rechte raten könne, was die Minne sein, so sprechet ja. Also sagt mir jemand, Strophe 1, was Liebe überhaupt ist. In 2, wenn ich wirklich raten kann, was die Liebe ist, so sagt alle ja. Da wendet er sich noch an ein Publikum. Hier in der dritten Strophe wendet er sich an die Dame. Dabei ist es ja für die monologischen Manneslieder ja gerade konstitutiv, dass weder das Publikum noch die Dame eine Stimme haben, sondern allein der Mann spricht. Weil die Dame in der Gattung also über keine Stimme verfügt, kann sie auch nicht sagen, dass er ihr gleichgültig ist. Folglich ist seine Drohung, sie aufzugeben, schon hier irgendwie auch ironisch konterkariert. Solche Formen der Dienstaufkündigung begegneten, wie wir bereits in der Vorlesung gesehen haben, auch im konventionellen Werbungslied. Allerdings, und das ist nun typisch für Walters Lyrik, hier mit einer ungeheuren Selbstaufwertung des Ichs. Wie schon in der zweiten Strophe spielt auch der letzte Vers der dritten Strophe einen neuen Gedanken ein. Niemand könne seine Dame besser loben als er. Daran möge sie sich erinnern. Mit dem Wort loben ist aber die Kunstproduktion selbst angesprochen. Also das Dichter-Ich, wenn Sie so wollen. Loben, und das heißt singen bzw. lyrisches Sprechen, kann keiner so gut wie das Ich Walters. Das ist hier die Behauptung. Niemand komme ihm Walter darin gleich. Der Verweis auf das eigene Singen, das die Dame entbehren muss, wenn sie seine Werbung ablehnt, diese Form der Selbstreflexivität der Kunst begegnet auch schon vor Walter im Minnesang, doch kaum mit diesem überbordenden Lob der eigenen, von anderen nicht zu erreichenden Kunstfertigkeit. Ja, das ist also auch eine typische Walter-Argumentationsfigur, ich bin der größte Dichter. Ja, keiner kann Minnesang, keiner kann Lyrik besser als ich. Und daran soll die Dame auch denken, bevor sie sich von ihm lossagt oder ihre Gleichgültigkeit ihm zeigt. Und damit steht eine Drohung im Raum. Ja, die ist ja, du, meine Dame, wirst auf meine außergewöhnliche Kunst und dein Anpreisen in dieser außergewöhnlichen Kunst verzichten müssen, wenn du mir nicht deine Liebe schenkst. Das heißt, hier merkt man schon, dass ich ist zwar einerseits hilflos als Liebender, aber als Dichter ich hat es ja gewisse gute Karten gegen die Dame in der Hand, wenn Sie so wollen, wenn das so ein Spiel um Anerkennung ist. Ne? Als Künstler muss sie ihn quasi erhören, weil er eben derjenige ist, der sie am besten darstellen, sie am besten loben kann. An diesen Gedanken schließt die vierte Strophe an, die nur in 3 von 5 Handschriften begegnet. Das ist also eine Strophe, die dem Lied nicht in allen Handschriften angehört. Blättern Sie bitte um. Ich will also singen Jämmer, dass sie dann es sprechend er gesang mir Bass. Das gedankest du mir Jämmer. Das verwies ich dir allrests, so denne das. Weißt du, was sie wünschend dir?
dass sie selig sie, von der man uns so schone singet. Sich, Fraufe, den gemeinen Wunsch hast auch von mir. Übersetzung: Ich will immer auf diese Weise singen, dass sie, dass das Publikum, dann sagen, er hat nie besser gesungen. Das dankst du mir nie. Das tadle ich an dir zuerst. Dann auch noch das. Weißt du, was sie dir wünschen? Die möge selig sein, von der man uns so schön singt. Sie, meine Dame, diesen allgemeinen Wunsch verdankst du mir auch. Sein Singen und ihr Dank gehören untrennbar zusammen. Während ihr das ist die Suggestion der Strophe, ne? Das muss eigentlich kongruent sein. Wenn ich singe, dann gehört mir eigentlich auch dein Dank. Während er ihr öffentlichkeitswirksam durch sein Singen die Wünsche vieler Menschen zuteil werden lässt, während er also mit seiner Kunst erst sicherstellt, dass sie in aller Munde ist und von ihr positiv geredet wird, sie viel gesellschaftliches Ansehen hat, erhält er nichts. Ja, das kann ja eigentlich nicht sein, dieses Ungleichgewicht. Die Rezipienten der Lyrik werten die Dame auf, nicht den Lyriker. Die Rezipienten wünschen ja nicht, der möge selig sein, der uns so schön von ihr singt. Das Ich hat also gar nichts von seiner Kunst, so die Suggestion. Nur die Dame wird durch das Lob aller reich belohnt. Hier macht sich erneut das Selbstbewusstsein der Walterschen Ich-Figur nachhaltig bemerkbar. Die Dame verdankt ihm viel, sie dankt ihm allerdings für nichts. Damit ist das Ich auf dem Weg, die im Werbungslied fixierten Machtverhältnisse zwischen Dame und Ich umzudrehen. Ja, das Ich in den Werbungsliedern ist ja immer abhängig von der Dame und ihrer Gunsterweisung. Und hier, ja, hier geht es mal in eine Richtung, und das wird sich in anderen Liedern Walters noch viel deutlicher zeigen, dass die Dame von ihm abhängig ist. Er als Künstler wertet sie nämlich gesellschaftlich auf. Lässt er sein Singen, vergeht ihr guter Ruf, und sie ist ein Nichts. Entsprechend beginnt die letzte Strophe des Liedes wie folgt. Blättern Sie bitte um. Kann min Frauwe Süße süren? Wähnet sie, dass ich gäb lieb und beleid? Soll ich sie da umbetüren, dass sie's wiederkehre an min Unwerdekeit? So kundig Unrechtes pähen. Aweh, was brich ich, ohrenloser Augen ahne, den die Minne blendet, wie mag der gesähen? Übersetzung: Kann meine Dame Süßes sauer machen? Also, sein Gesang ist süß. Und kann sie den sauer machen, nicht schön machen, indem sie sich von ihm abwendet, indem sie ihre Gleichgültigkeit zeigt? Glaubt sie, dass ich Liebe für Leid gebe, dass ich sie weiterliebe, obwohl ich nur Leid von ihr erhalte? Soll ich sie deshalb preisen, loben, über sie singen, damit sie dies für mich in Schande verkehrt? Dann könnte ich nicht richtig sehen, wenn ich so handeln würde, ihr also alles gäbe, sie loben würde und nichts dafür erhielte. Aber jetzt, o weh, was sage ich, ich Ohrenloser, ohne Augen, den die Liebe blind macht, wie kann der sehen? In den ersten vier Versen der Strophe lehnt das Ich die asymmetrische Beziehung zu seiner Dame ab, ne? Die ihm Saures zurückgibt für die Süße, die er ihr schenkt. Mit drei rhetorischen Fragen macht das Ich deutlich, dass eine einseitige Beziehung für sein Glück nicht in Frage kommt, dass dies keine Liebe ist. Wenn das Ich seine einseitige Liebe aufrechterhalten würde, dann könne es nicht richtig sehen, wäre also blind, so der fünfte Vers der Strophe. Doch der Schluss der Strophe und hier in dieser Version des ganzen Liedes, der Schluss der Strophe widerruft die Dienstaufkündigung. Der Leitausruf W läutet,
die Rücknahme des zuvor Behaupteten ein. Eine Revocatio, lateinisch, begegnet uns hier. Der Sprecher ist bereits blind und taub vor Liebe. Es tut ihm leid, was er zuvor gesagt hat. Ja, er kann nicht richtig analysieren. Er ist ja schon blind und taub. Wie kann das also richtig sein, was er zuvor gesagt hat? Ihm ist es trotz allen Bemühens und rationaler Analyse eigentlich nicht möglich, die jetzige Beziehungsstruktur zu verlassen. Er wird sie also weiter preisen müssen, auch wenn sie seine Liebe nicht erwidert und das Leid ihm erhalten bleibt. Er kann nicht richtig sehen und wird daher auch weiterhin Süßes für Saures geben und Liebe für Leid. Obwohl wir hier einer anderen Form des Redens, definitorisch, allgemein und analytisch begegnen, bleibt das Ende des Liedes im konventionellen Rahmen traditioneller Werbungslieder. Das Ich bleibt als Blinder weiterhin auf die Hilfe seiner Dame angewiesen. Es kann sich von ihr nicht lossagen. Seine Zukunft ist ganz von ihr abhängig. Die mögliche Dienstaufkündigung ist zurückgenommen. Ein tolles Lied, ja, das die ganze vorher gestellte analytische Rede in Frage stellt. Und zwar durch das Gefühl der Liebe. Ne? Da ist dann doch die Analyse nicht hilfreich, die über den Kopf geführt werden kann, weil das Herz einen ebenso verstrickt hat in Liebe. Ja. Wie ich finde, ganz klasse eigentlich die Situation eines unglücklichen Liebenden eingefangen, der ausbrechen will, der weiß, dass diese Liebe ihm nicht gut tut und der doch nicht anders kann, als an dieser Liebe festzuhalten. In anderen Liedern geht Walter mit seiner diagnostischen Rede weiter und führt vor, dass Frauenlob nicht wie in dem Werbungsliedschema voraussetzungslos gewährt werden muss. Das Lob der Frauen wird in anderen Liedern Walters an Bedingungen geknüpft, die erfüllt sein müssen. Dabei insistiert Walter immer wieder auf die Bedingung der beglückenden Gegenseitigkeit. Ganz ähnlich wie in dem gerade analysierten Lied. Liebe ist Liebe, wenn sie gegenseitig ist. Das kommt immer wieder bei Walter vor, als ein stehendes Argument. Hier wird es zurückgenommen in dem Lied, das wir gerade uns angeschaut haben. Im nächsten Lied wird es nicht zurückgenommen, sondern bleibt als Forderung gegenüber der Frau stehen. Wo diese Gegenseitigkeit nicht erfüllt wird, gerät das Lied bei Walter dann schnell zur augenzwinkernden, ironischen Frauenschelte. Ja? Ein Beispiel stellt das parodistische Sommerlattenlied, das sogenannte Sommerlattenlied vor. Blättern Sie bitte um. Ja, das Sommerlattenlied Lachmann 72, 31. Also nochmal in der Erstausgabe Karl Lachmanns stand dieses Lied auf Seite 72 und begann in der Zeile 31. Auf dieser Seite. Langes Wiegen, des hat ich gedacht. Nu will ich singen aber als eh. Dazu hand mich gurte Lüte bracht, die Muggen mir noch gebierten meh. Ich soll in singen und es sagen, und zwess sie gern, das soll ich tun, so sollen sie meinen Kumber klagen. Ich hatte daran gedacht, lange zu schweigen, doch will ich jetzt wieder singen wie früher. Dazu haben mich gute Menschen gebracht, die mir auch noch mehr befehlen können. Ich soll für sie singen und sagen, und was auch immer sie wünschen, das werde ich tun. Dafür sollen sie meinen Kummer beklagen. Also auch hier geht es gar nicht erstmal um Liebe. Ja, also es entsprechen eigentlich abseits von Liebe. Hier steht die eigene Kunst und Kunst. Ausübung im Mittelpunkt der Lyrik. Und dieses Thema Kunst und Kunstausübung steht bei Walter wie bei keinem anderen Autor zuvor so häufig im Mittelpunkt
seiner Texte. Das Ich wird nicht nur hier in seiner Abhängigkeit zur Dame, das kennen wir aus den Werbungsliedern, das Ich ist abhängig von der Dame. Hier wird das Ich in seiner Abhängigkeit zum Publikum gezeichnet. Also nicht das liebende Ich, sondern das singende Ich ist hier Thema, oder das dichtende Ich ist hier Thema der Strophe. Doch fordert das Ich auch von seinen Rezipienten eine Form der Gegenseitigkeit ein. Ja? Ich gebe euch was, ihr gebt mir was. Während er den guten Menschen mit seinem Gesang dient, müssen diese helfen, seinen Kummer zu beklagen. Worin dieser Kummer besteht, ist erstmal hier nicht Gegenstand der Strophe. Aber dieser Kummer wird in der zweiten Strophe dann ja ausgeführt. Blättern Sie bitte um. Höret Wunder, wie mir sie geschähen, von min selbes Arbeit. Mich enwill ein Wieb nicht angesähen, die bracht ich in ihr Werdekeit, dass ihr der Murd so hohes tat. Ja, entweiß sie nicht, s'wenn ich min singen las, dass ihr Lob zergat? Hört von etwas Wunderlichem, was mir durch mein eigenes Bemühen passiert ist. Mich will eine Frau nicht beachten, die ich erst zu Ansehen gebracht habe, so dass ihr Sinn jetzt so hochgestimmt ist. Ja, weiß sie denn nicht, dass ihr Ruhm vergeht, sobald ich zu singen aufhöre? In der Strophe klagt das Ich nicht über seine unglückliche Liebe, es analysiert sie. Das Wunder, das das Ich zum Thema macht, ist die Situation der Werbungslieder. Also das Wunderliche ist genau diese ganze Gattung der Werbungslieder mit ihrer Situation des unglücklichen Ichs. Ja? Im Grunde geht es hier, wie auch in den Werbungslieder, darum, die Dame beachtet das männliche Ich nicht. Allerdings ist nicht von Liebe hier, sondern von Kunst die Rede. Seine Kunst, nicht seine Liebe, hat ihr erst diese Position verschafft. Ja, dass sie in Würde ist, dass sie hohen Murd hat, dass sie angesehen ist. Diese und dass sie Macht hat. Diese machtvolle Position erwächst ihr durch das hier symbolische Kapital gesellschaftlichen Ansehens. Ja, sie hat Macht durch ihr Ansehen, dass jeder sie toll findet. Es geht hier also erst einmal nicht um ihren Stellenwert in seinem Gefühlshaushalt, sondern es geht um ihre gesellschaftliche Stellung. Diese, so nun die selbstbewusste Behauptung, sei ausschließlich an sein Singen gebunden, an seine Dichtkunst. Nun wird auch deutlich, warum er, wie in der ersten Strophe behauptet, hatte schweigen wollen. Mit diesem Sängerstreik, mit diesem Dichterstreik wollte er den Ruhm seiner Dame auslöschen. Allerdings ist Schweigen keine Möglichkeit für einen Sänger, der den Wünschen des Publikums dienen muss. Ja? Erste Strophe. Gute Menschen, für die dichte ich. Folglich muss er erneut singen und macht das zum Thema, was ihn hat schweigen lassen, die Ablehnung der Dame und seine Reaktion. Und so geht es auch jetzt in der dritten Strophe weiter. Blättern Sie bitte um. Ja, Herre, was sie Flürche lieden soll, s'wenn ich nu lase minen sang. Alle, die sie nu lobbend, das weiß ich woll, die schelten danne ahnen minen Dank. Tausend Herze wurden froh von ihr Gnaden, des sie liegt entgeltend, schäd ich mich von ihr also. Übersetzung: Ja, Herr, also ja, Gott. Ne? Was sie Flüche auf sich ziehen wird, wenn ich nun zu singen aufhöre. Alle, die sie nun loben, das weiß ich genau, die schimpfen dann ohne mein Zutun. Tausend Herzen wurden durch ihre Gnadenerweise froh. Dafür werden sie gewiss büßen, trenne ich mich auf diese Art von ihr. Seine Rache an der Dame vollzieht sich in der Öffentlichkeit,
deren Meinung er durch sein Singen bestimmt. Also er hat auch Macht. Er kann nämlich die Öffentlichkeit dazu bringen, ja, seinen Vorstellungen zu entsprechen. Ihre Gnadenerweise erfreut nämlich nicht nur ein Herz seines, sondern gleich 1000 Herzen. Ne, so werden ja in den letzten beiden Versen das ausgesagt. Wie kann das sein, dass die Dame 1000 Herzen erfreut? Hat sie 1000 Liebhaber gehabt? Nein, die Dame ist in der Rede Walters nicht als Liebesobjekt präsent, das allein ein Herz durch seine Gnade erfreuen kann, sondern sie ist als Kunstobjekt präsent. Seine Kunst ist es, die ihre Gnadenerweise erst zur Darstellung bringt und damit den Rezipienten, der Gesellschaft, Freude bereitet. Entzieht er der Gesellschaft seine Kunst, wird deren Freude verschwinden. Stattdessen werden die Menschen in Wut geraten und nicht etwa ihm, sondern der hartherzigen und undankbaren Dame die Schuld geben, dass er nicht länger singen kann. Walter bringt hier witzigerweise, ja, das ist ein unglaublicher Ironiker, ja, dieser Walter, der bringt zwei Ebenen zusammen, die ja gar nicht zusammengehören. Er verquickt den in den Liedern stets präsenten Liebesdiskurs und dessen Mann-Frau-Beziehung mit der Wirkung, die er als realer Sänger bei seinem Publikum hervorrufen möchte. Ja, diese Liebeslieder, das hatten wir gesagt, gehören ja eigentlich dem Bereich des Fiktionalen an. Aber Kunst und Kunstausübung ist ja das, was Walter als Dichter realiter macht. Ne? Und er verquickt hier also absurderweise diese beiden Ebenen der fiktionalen Liebe und der realen Kunst, die er ausübt, miteinander. Und das gibt dann diese wunderbaren Argumentationsketten. Die Ebenen der liedinternen Aussage und der liedexternen Rezeption werden also hier kurzgeschlossen. Folge daraus ist die vierte Strophe. Blättern Sie bitte um. Do michtes duchte, dass sie wär gut, wer was ihr besser do dann ich? Der ist ein Ende, was sie mir geturt. So mach sie woll, verwähnen sich. Nimmt sie mich von deren Not. Ihr Leben hat meines Lebens Ehre. Sterbet sie mich, so ist sie tot. Als ich glaubte, dass sie gütig sei, also als ich noch glaubte, dass sie gütig sei, wer war da besser zu ihr als ich? Es muss nicht das, es muss da heißen. Wer war da besser zu ihr als ich? Das ist vorbei. Also Schluss mit lustig, ne? Schluss mit Friede, Freude, Eierkuchen. Ich bin nicht mehr gut zu meiner Dame. Was immer sie mir auch antut, das Gleiche wird sie ebenso erhalten. Befreit sie mich aus dieser Not, dann hat ihr Leben das Ansehen meines Lebens. Lässt sie mich sterben, dann ist sie tot. Die Dame hat also zwei Möglichkeiten, diesem Dilemma zu begegnen. Ihn aus seiner Not zu befreien, das heißt ihn zu erhören, das heißt ihn auch zu lieben, das heißt seine Liebe zu erwidern oder ihn sterben zu lassen. Beides, so die Behauptung, hat existenzielle Auswirkungen auf ihr Leben. Deswegen soll sie sich gut überlegen, was sie tut. Und zwar, weil ihr Leben vom Sänger abhängt. Ja, ihre Existenz in völliger Übereinstimmung mit seiner Existenz ist. Wenn sie seine Liebe erwidert, hat sie genau das Ansehen, was er als Sänger besitzt. Richtet sie ihn mit ihrer Ablehnung zugrunde, kann sie auch nicht weiter existieren. Stirbt er, so ist sie tot. Die Existenz der Dame ist also daran geknüpft, dass er über sie redet. Ohne sein Sprechen, das heißt seine Lyrik, sein Singen, gäbe es die Dame gar nicht. Das ist ein Kunstgriff, ja? Die Dame wird hier ja als literarisch-fiktionale Figur entlarvt, deren Existenz an den Autor und seine Kunstausübung geknüpft ist.
Dabei ist die letzte Aussage der Strophe, sterbet sie mich, so ist sie tot, noch die witzige Verdrehung eines Reinmar-Zitats, Reinmar des Alten. Der hat nämlich einmal in einem Lied gedichtet, um die existenzielle Abhängigkeit des Ichs von seiner Dame zu zeigen, stirbet sie, so bin ich tot. Also stirbt sie, die Dame, so bin ich tot, weil ich sie so liebe. Walter dreht die Aussage um und zeigt die völlige Abhängigkeit der Dame des Minnesangs von ihrem Schöpfer, dem Dichter. Sterbet sie mich, so ist sie tot. Eine witzige und metapoetische Entlarvung der Dame als reines Kunstobjekt, die nur im Lied existiert, also jenseits der Realität. Also eine ganz, ganz witzige Verdrehung eigentlich der im Werbungslied üblichen Argumentationsmechanismen und Konstellationen. Die letzte Strophe des Liedes, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, schließt an diesen Fiktionalitätsbruch nicht mehr an. Die letzte Strophe verbleibt jetzt ganz auf der Ebene des Liebesdiskurses. Da geht es nicht mehr um Kunst. Der Kunstdiskurs wird jetzt ab jetzt gänzlich ausgespart. Nämlich in der letzten Strophe geht es um eine imaginierte Rache an der hartherzigen Dame. Und zwar im Alter. Blättern Sie bitte um. Soll ich in ihr Dirnste werden alt, die Wiele junget sie nicht fill. So ist mein Haar vielleicht also gestalt, dass sie einen Jungen dann will. So helf ü Gott, Herr junger Mann, so rächet mich und geht ihr alten Hut mit Sommerlatten an. Da kommt jetzt auch der Titel Sommerlattenlied her. Ne? Aus dieser Strophe stammt der. Übersetzung. Sollt ich in ihrem Dienst alt werden, wird sie unterdessen nicht viel jünger. Dann ist mein Haar vielleicht so beschaffen, dass sie einen jungen Mann will. Dann helfe euch Gott, Herr junger Mann, dann rächt mich und geht auf ihre alte Haut mit Sommerlatten los. Ja, also hier gar nicht mehr Kunstdiskurs, Fiktionalität der Frau, auch nicht, wenn ich sterbe, stirbt sie. Ja, all das ist jetzt ausgespart, sondern jetzt geht es mal um die Imagination. Was ist denn, wenn ich im Dienst einer Dame mein Leben lang bleibe und alt werde und alt und grau und unansehnlich und unattraktiv? Was kann dann passieren? Dann verlässt sich das Ich auf einen beliebigen Jüngling, in den sich seine alternde Dame ohne Erfolg verlieben wird. Dieser möge ihn mit Gottes Hilfe rächen und sein Schicksal, von der Auserwählten ungeliebt zu sein, auf sie transferieren. Also er solle dann gleichgültig der Dame gegenüber sein. Und in der Zweideutigkeit der Sommerlatten, sowohl als Züchtigungsinstrument, ja, also irgendwelche Stöcke, ja, jungen Stöcke des Sommers, sowie auch als Sexualmetapher. Das Wort Latte brauche ich Ihnen hoffentlich hier nicht weiter zu erläutern, bleibt die Funktion jeweils identisch. Also Sommerlatten kann sowohl den Stock meinen, im Sommer eine Rute, mit der man jemanden schlägt, als auch eben eine Sexualmetapher sein. Aber die Funktion ist identisch. Es geht um Demütigung und Schmerz, die die Dame verspüren soll. Ein zugespitztes Rachephantasma, das der Werbungslied-Thematik, ja, ergeben seiner Dame zu sein, geradezu entgegenläuft. Aber eine Verwandtschaft mit dem Motiv der Dienstaufkündigung aufweist, das hier zu einer Rachehandlung erweitert wird. Also Sie sehen, der Walter spielt mit so der Konvention des Werbungsliedes. Das macht ihn eigentlich aus, seine originellen neuen Formen, sich mit dem Werbungslied auseinanderzusetzen, ne? Und das mal umzubrechen, Machtverhältnisse umzudrehen, Rachephantasmen zu entwickeln und so weiter. Blättern Sie bitte um.
Solche Formen der Analyse, witzigen Verdrehung und Pointierung gehören zu Walters Sangsprüchen und zu seiner Liebeslyrik. Stärker als bei seinen Vorgängern erscheint die eigene Kunst als zentrales Thema, woraus ein Selbstbewusstsein abgeleitet wird, das auf die Rolle des Liebenden abfärbt und diesen unter Berufung auf seinen Rang als Dichter zu heftigeren Bitten um Gehör und Erwiderung der Minne veranlasst. Ja, das scheint mir sehr, sehr prägend für Walters Lyrik zu sein, weil er ein so guter Künstler ist, weil er eine solche Ausnahmestellung hat, kann er auch mehr von den Frauen einfordern und ist nicht ganz, in vielen Liedern, nicht mehr ganz hilflos der Dame und der Liebe ausgeliefert. So verwischt Walter auch inhaltlich ein wenig die Gattungsgrenzen zwischen Minnelied und Sangspruch. Einerseits gibt es Liebesgedichte, die den Zustand der Gesellschaft oder die Wirkung literarischer Kunstfertigkeit analysieren. Andererseits kennzeichnen sein Œuvre Sangsprüche, die die Liebe zum zentralen Gegenstand erheben. So bringt Walter eine reichere lyrische Palette zustande, die durchaus mit den Œuvres romanischer Dichterkollegen zu vergleichen ist, die sich zum Teil ebenfalls dadurch auszeichnen, dass sie politische Cervantes und Liebeslieder gleichermaßen dichten und auch Mischformen aus beiden Gattungen hervorbringen. Ja, also das, was vor Walter in der deutschen Lyrik getrennt war, Sangspruchdichtung und Minne-Dichtung, Liebeslyrik, Minnesang, das fällt jetzt nicht in eins. Die Gattungen bleiben schon noch getrennt, aber es gibt Übergangsformen. Ja, beide lyrischen Gattungen übernehmen Elemente aus der jeweiligen anderen Gattung bei Walter. Sie befruchten sich, wenn sie so wollen, gegenseitig. Der Provenzale Giraud de Bornay, dessen Pastorelle wir hier im Rahmen der Vorlesung analysiert haben, Sie erinnern sich bestimmt, ist ein gutes Beispiel für einen Dichter vom Schlage Walters. Letzterer steht jedenfalls mit dem Zuschnitt seines Repertoires, also Walter, dem altokzitanischen Lyriker näher als den deutschen Lyrikern seiner Zeit. Ja, das hebt Walter ebenso ein bisschen aus der deutschen Lyrik ab seiner Zeit, dass er wie auch die altokzitanischen Autoren und französischen Dichter ein größeres Spektrum lyrischer Rede in seinem Œuvre aufweist. Blättern Sie bitte um. Ein Sangspruchdichter macht Minnesang. Diese für Walters Liebeslyrik kennzeichnende Phrase schlägt sich vor allem in der Übertragung der Gesellschaftsthematik von der Sangspruchdichtung auf den Minnesang nieder. Zentraler Gegenstand der Sangspruchdichtung Walters ist nämlich die Gesellschaftsanalyse. Dabei wird ein breites Themenspektrum in der Sangspruchdichtung abgeschritten. Die politischen Wirren der Zeit, der moralische Verfall der Geistlichen, des Klerus, vor allem aber das Verhältnis von mittellosem, fahrendem Sänger und höfischer, reicher Gesellschaft. Dabei stehen Spannungen zwischen einzelnen Gruppen und zwischen Repräsentanten des Hofes und dem Ich im Mittelpunkt. Solche für die Sangspruchdichtung konstitutiven Analysen konfliktreicher sozialer Situationen überträgt Walter auf die Situation des unglücklichen Liebenden im Minnesang. Also nochmal vielleicht. In der Sangspruchdichtung werden eigentlich Gesellschaftsanalysen gemacht von Walter, die Konflikte und Spannungen zwischen wichtigen Personen, Gruppen der Gesellschaft vorführen. Ja, manchmal auch mit Tipps, wie man das lösen könnte, auflösen könnte, diese Spannungen. Und diese Analyse konfliktreicher Spannungen zwischen einzelnen Menschen oder Personengruppen, die überträgt Walter, das werden wir gleich in einem Beispiel sehen, auf den Minnesang. Dabei zeichnet seine Lyrik mit Gesellschaftsthematik sprachliche und argumentative Innovationen aus,
wie zum Beispiel eine pointierte Schlussstrophe. Ein Beispiel, ja, für solche Innovationen mit parodistischer Sprechhaltung ist das sogenannte Hildegunde-Lied. Ja, blättern Sie bitte um und wir gucken uns mal dieses Lied an, das mit Gesellschaftsthematik, parodistischem Sprechen und aber auch den konventionellen unglücklichen Liebenden eine ganz neue Aussagemöglichkeit bereitstellt. Blättern Sie um. Die mir in dem Winter Freude hahnt benommen, sie heißen Wieb, sie heißen Mann, die sie Sommer zieht, muss in Bass bekommen. Oh weh, dass ich nicht fluchen kann. Leider, ich entkann nicht mehre, wann das Übelwort unselig. Neiner, das wäre allzu sehr. Die mir in diesem Winter die Freude genommen haben, die mich also ins Unglück gestürzt haben in diesem Winter, mögen sie Frauen heißen, mögen sie Männer heißen. Diese Sommerzeit soll ihnen besser bekommen. Ach, oh weh, dass ich nicht fluchen kann. Leider kenne ich nicht mehr als das schlimme Wort unselig. Aber nein, das wäre zu heftig. Ja, was ist hier eigentlich Thema? Liebe nicht. Ich hoffe, das ist schon mal wieder klar. Nein, das schwierige Verhältnis von Ich und Gesellschaft ist Thema der Strophe. Auch nicht Kunst und Künstler, sondern ich und die anderen und wie gehen wir miteinander um. Während dem Ich die Freude im Winter, wodurch auch immer, verleitet wurde, ist ja nicht klar, aber es sind Männer oder Frauen oder Männer und Frauen, die diese Freude ihm genommen haben. Ja. Während also das Ich leiden musste, wünscht es den dafür verantwortlichen Menschen dennoch eine schönere Sommerzeit. Es verzichtet also darauf, das Ich Gleiches mit Gleichem zu vergelten und den Menschen die schöne Jahreszeit zu verleiden. Ja, also gerade keine Rache oder keine Gedanken, des, ich vergelte euch das mit Gleichem. Doch leidet das Ich zugleich an dieser freundlichen Verhaltensweise. Es bedauert, dass es diejenigen, die ihm Leid antun, nicht verfluchen kann. Oh weh, dass ich nicht fluchen kann, dass ich nicht schimpfen kann, ja, dass ich nicht meine Wut rauslassen kann. Mist! Nur das böse Wort unselig kenne es, das ihm aber aufgrund seiner Drastik unangemessen erscheint. Also unselig sollen die werden. Das ist, aber das geht nicht, das ist zu viel. Das kann ich denen nicht wünschen, dass die jetzt Unglück haben sollen. Ein ironischer Scherz. Ist doch unselig nun wirklich kein schrecklich unanständiges Wort? Also sie mögen Unglück haben, naja gut. Das ist kein besonders brachialer Wunsch, nachdem er schon in dem Winter seine ganze Freude verloren hat. Könnte man denken, das wäre eigentlich ein passender Gedanke. Mit dieser ersten Strophe wird das Thema Ich gegen die Gesellschaft eingeführt, wobei das Ich wegen des Verhaltens der Gesellschaft leidet. Warum es leidet, was die Gesellschaft diesem Ich angetan hat, das wird nicht klar. Klar wird aber, die Strophe ist durch eine ironisch-scherzhafte Sprechweise gekennzeichnet. Ich hoffe, das konnte ich Ihnen klar machen. Die zweite Strophe führt Thema und Sprechweise fort. Blättern Sie bitte um. Zwene herzeglieche Flürche kann ich auch, die fluchend nach dem Willen nien. Hüre müssen's beide, Essel und de Gauch, hören, eh sie entbissen sien. Weh ihn danne, den Fellarmen. Wesse ich, ob sie's noch geruhe, ich wollte mich durch Gott erbarmen. Zwei herzhafte Flüche kenne ich doch, die verfluchen ganz in meinem Sinn. In diesem Jahr sollen sie den Esel und den Kuckuck hören, ehe sie noch gefrühstückt haben. Weh ihnen dann, den Ärmsten. Wüsste ich, ob es sie noch gereute, so würde ich mich um Gottes Willen
erbarmt. Da fallen dem Ich dann doch noch zwei herzhafte Flüche ein, die im Grunde der gleiche Fluch sind, nur verbildlicht an zwei verschiedenen Tierarten. Hier geht es jetzt doch um Kunst, es geht um das Singen, das Themenfeld, das den Liedermacher Walter und seine sängerischen Fähigkeiten einschließt. Auf diese Kunst, seine Kunst, müssen die Menschen verzichten. Genauer, die Natur möge diejenigen, die ihm eine freudelose Winterzeit beschert haben, mit Misstönen bestrafen. Keine Nachtigallen oder Singvögel sollen ihre süßen Töne schallen lassen, sondern Esel und Kuckuck, die sollen sich zu Gehör bringen, diesen Menschen, die ihm im Winter so Leid angetan haben. Wodurch zeichnen sich Esel und Kuckuck aus? Nun, sie zeichnen sich dadurch aus, hässlich monotone Geräusche von sich zu geben. Ia! Ia! Kuckuck! Kuckuck! Ja, kein schönes Singen, Monotonie und Atonalität ist es, was diese Tiere auszeichnet. Die Verwünschung, dass die missgünstige Gesellschaft sich diese den Sommer hindurch anhören muss, und zwar auf nüchternem Magen, scheint dem Ich Fluch genug. Wieder ein spielerisch-ironischer Umgang mit der Gesellschaftsthematik, der sich auch in der witzigen Möglichkeit spiegelt, dass die Gesellschaft jetzt Reue zeigen könnte. Es bereuen könnte, dass sie dem Ich Leid zugefügt hat und dass das Ich dann, wenn denn Reue da ist, Erbarmen zeigen könne. Erbarmen heißt dann ja wahrscheinlich, dass das Ich wieder singt und damit den Kuckuck und den Esel übertönt. Ja, aber sind das wirklich schlimme Flüche, die zu Reue taugen? Das sei mal dahingestellt. So schlimm ist es ja dann auch nicht, durch unmelodische Tierlaute abgestraft zu werden. Aber, also einerseits ironisiert das Ich seine Aussage erneut, dass es unfähig sei, seinen Gegnern wirklich Schlechtes zu wünschen. Ne? Auch das zeigt sich auch hier. Jetzt kommt das aber es wird schon deutlich gemacht, das geht wieder mal um Kunst und anscheinend hat Walter im Winter keine Anerkennung in der Kunst gefunden bei der Gesellschaft und jetzt wünscht er dieser Gesellschaft auch im Sommer keine Freude an Kunst zu haben, in Anführungsstrichen Kunst, Kunst nämlich die Natur hervorbringt in der Monotonie des Gesangs und Geschreis von Esel und Kuckuck. Die dritte Strophe schließt an dieses Bildfeld an. Blättern Sie bitte um. Man soll sien geduldig, wieder Ungeduld. Das ist den Schammellosen leid. Sven die Bösen hassend, ahne sine Schuld. Das kommt von siner Frömmigkeit. Tröstet mich die Gurt alleine, die mich woll getrösten mag, so gäb ich um ihr Nieden klein. Man soll geduldig gegenüber der Unduldsamkeit sein. Das ist den Schamlosen zuwider. Wenn die Bösen einen grundlos hassen, liegt das an seiner Ehrbarkeit. Würde mich nur die Gute trösten, die mich wohl trösten kann, dann wäre mir deren Neid, deren Hass egal. Das Ich rechnet sich seine Unfähigkeit, die Bösen wirkungsvoll oder auch nur kräftig zu verfluchen, hier als besondere Tugend an. Sein Verhalten, das er bisher gezeigt hat, die Unduldsamkeit der Gesellschaft geduldig ertragen zu können, nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten, nicht ihnen etwas Schreckliches zu wünschen, wird nun zu einer allgemeinen ethischen Regel erhoben. Ja? Das Ich fungiert als Vorbild gesellschaftlichen Handelns und wird zum ethischen Maßstab. Darauf verweist schon
die verallgemeinernde Formulierung man soll zu Beginn der Strophe. Geduldig soll man sein, wenn man von anderen angegangen wird. Wenn man im Winter von anderen Böses erfahren hat, sollte man geduldig bleiben und nicht zurückschlagen. Mit dieser geduldigen Art und dem Verzicht auf Rache trifft man die Schamlosen, das heißt die unethischen Menschen, mehr als mit Handlungen, die den Handlungen der üblen Menschen ähneln, ja, weil sie sich schämen würde dafür. Und auch klar wird hier, der Hass liegt nicht an seiner schlechten Kunst. Der Hass der anderen liegt nicht daran, dass er etwas Unmäßiges getan hat, sondern ganz im Gegenteil, das liegt an seinem Gutsein, an seiner Ehrbarkeit, an seiner Frömmigkeit, wie es hier im Mittelhochdeutschen heißt. Ergo müssen die, die ihm Böses gewollt haben im Winter, die Bösen sein. Unethische Menschen, schlechte Menschen sein. Also ganz deutlich, schlechte Gesellschaft, gutes Ich. So kommt hier die Konfrontation zustande und er, das Ich, verhält sich auch gut, weil er eben so ist. Der Abgesang der Strophe, wir haben es ja hier mit einer Kanzone zu tun, leitet dann zur Minne-Thematik über. Jetzt kommt doch die Liebe ins Spiel und die beginnt mit einem gängigen Topos, mit einer gängigen Argumentationsstruktur, die wir aus vielen Werbeliedern kennen. Trost allein kann die Geliebte schenken. Gänzlich unkonventionell aber ist, wie dieses konventionelle Argument und die Gesellschaftskritik miteinander verbunden werden. Eine mögliche und erwünschte Erwiderung der Liebe hilft dem Ich, gegen den Neid, gegen den Hass der Gesellschaft zu bestehen. Liebe ist hier in der Argumentation nicht mehr Selbstzweck, sondern hat die Funktion, das Ich gegenüber der Gesellschaft unangreifbar zu machen. Dann ist mir alles, was die Bösen machen, gleichgültig, wenn sie mich nur liebt. Liebe mutiert hier zur Heilmöglichkeit der Spannungen zwischen Ich und Gesellschaft. Und hier auf dem Gebiet der Liebe zeigt sich das Ich nun nicht so verzagt wie in der Auseinandersetzung mit der Gesellschaft. Waren die Verfluchungen in den ersten beiden Strophen ja noch kraftlos und ironisch gebrochen, erscheint jetzt in der Folgestrophe der Liebesschwur übertrieben affektiv und emotional. Seine Hyperbolik lässt auch eine ironische Lesart zu. Blättern Sie bitte um. Ich will all der Werte swehren um ihr Lieb, den Eid soll sie wohl vernemmen. Sie mir jämmern lieber, Maget oder Wieb, die Hölle müsse mir gezemmen. Hat sie nu de keine Trüwe, so getruvet sie dem Eide und entsteht mins Herzen Rüwe. Ich will der ganzen Welt bei ihrem Leben schwören, den Eid soll sie sich genau anhören. Wäre mir jemand lieber, Mädchen oder Frau, so möge mir die Hölle bestimmt sein. Hat sie nun nur etwas Vertrauen, so vertraut sie dem Eid und vertreibt die Traurigkeit meines Herzens. Nachdem das Ich in den ersten Strophen seine ethische Güte und seine Aufrichtigkeit im Umgang mit der Gesellschaft und ihren Anfeindungen unter Beweis gestellt hat, kann es nun seine im Lied hergestellte Vertrauenswürdigkeit durch einen Eid in der Liebesthematik ausmünzen. Wie könnte ein Mensch, das ist das Argument hier, hochrhetorisch, wie könnte ein Mensch, der allen Anfeindungen der Gesellschaft so geduldig und freundlich gegenübertritt, es in der Liebe denn unaufrichtig meinen? Die Gesellschaftsthematik in dem Lied diente also die ganze Zeit über einem Zweck.
der Darstellung, der ethischen Vorbildlichkeit des Sprechers, dem daher in der Liebe nicht misstraut werden kann und dessen öffentlich geschworenem Eid, ja, keine ist mir lieber als sie, ich bin ihr treu ergeben bis ans Ende meiner Tage, die Dame jetzt getrost Glauben schenken kann. Also ein ganz doller rhetorischer Kniff, ich hoffe, Sie verstehen ihn. Das Ich ist der Gesellschaft gegenüber ganz positiv, ganz freundlich und nett, kann gar nichts richtig Böses tun, antun dieser Gesellschaft. Nur wie gesagt, als Künstler, der kann halt seine Kunst der Gesellschaft entziehen. Er hat das schon irgendwie, aber mehr geht nicht. Und das macht ihn glaubwürdig für die Dame. Das ist die Hoffnung. Und macht seinen Schwur, den er leistet hier in Strophe 4, glaubwürdig, sodass ihm die Dame vertraut. Eine große Angst, die die Damen wohl jedenfalls in der Fiktion der Lieder immer haben, ist, dass die Männer es unaufrichtig mit ihnen meinen. Dass sie nur Liebe vorspielen, um Sexualität zu erlangen und die Damen dann nachher sitzen lassen. Das ist wohl eine implizite Sorge, die immer wieder durchscheint in den Liedern und auf die Walter hier in diesem Lied in der von mir jetzt benannten Weise und analysierten Weise reagiert. So, in dieser Art zeigen einige Lieder Walters die Tendenz, Gesellschaftsanalyse im Rahmen der Werbung um die Geliebte funktional zu betreiben. Also, wie gehe ich als Ich mit Gesellschaft eigentlich um, die mich, die mir nichts Gutes gönnt, die mir etwas Schlechtes will? Ja, wie gehe ich da mit den anderen Menschen um? Das ist ja eigentlich eine Frage, die man sich stellen kann in der Auseinandersetzung mit anderen Gruppen, mit anderen Menschen. Aber darum geht es gar nicht im Minnesang, sondern diese Gesellschaftsanalyse ist immer funktional eingebunden in die Werbung um die Frau. Das scheint mir der Clou zu sein. Also es erweitert einfach nur das Sprechen über Liebe, die Möglichkeiten, wie man sich als Ich hier darstellen kann. Hier dient sie allein dem Zweck, die Gesellschaftsanalyse bei der abweisenden Dame doch noch landen zu können. Das ist es, worum es geht. Allerdings zeigt der scherzhafte Ton das spielerisch Witzige dieses Unterfangens an, das dann auch die letzte Strophe des Liedes maßgeblich bestimmt. Blättern Sie bitte um. Herren und frühend, nur helfend an der Zieht, das ist ein Ende. Es ist also, ich entbüte ü meinen minneglichen Street. Ja, im Wirde ich nirma rechte froh. Mines Herzen, Tier für Wunde, die muss immer offen stahn, sie entküsse mich mit frühendes Munde. Mines Herzen, Tier für Wunde, dir muss immer offen stahn, sie ein heiles Uf und Us von Grunde. Mines Herzen, Tier für Wunde, dir muss immer offen stahn, sine werde heil von Hilte Gunde. Eine merkwürdige letzte Strophe, blättern Sie bitte um, da ist die Übersetzung. Sie sehen schon, die Strophe ist viel länger als die vorhergehenden. Die ist um 4 Verse verlängert. Schauen wir uns mal an, wie die Übersetzung lautet. Herren und Freunde, nun helft zeitnah. Das ist ein Ende. Es ist folgendermaßen. Ich lege euch meine liebliche Auseinandersetzung vor. Ja, ich werde nicht mehr froh. Meines Herzens tiefe Wunde, die muss immer offen stehen, es sei denn, sie küsst mich mit liebendem Mund. Meines Herzens tiefe Wunde, die muss immer offen stehen, es sei denn, sie heilt es ganz und von Grund auf. Meines Herzens tiefe Wunde, die muss immer offen stehen, es sei denn, sie wird geheilt durch Hildegunde. Nun, Walter wäre nicht Walter, wenn er am Ende nicht nochmal eine Pointe bereithält. Gesellschafts- und Liebesthematik enden schließlich hier in einem poetologischen Diskurs, also in einer Reflexion über Dichtung.
ein Nachdenken über Dichtung. Genauer geht es hier darum, wie ein Lied denn gut enden kann. Das Ich fragt bei Mitgliedern der Gesellschaft, Herren und Freunden, nach Hilfe. Das Lied und dessen Argumentation sind an ein Ende gekommen. Die liebliche Auseinandersetzung, von der hier die Rede ist, meint wohl nicht nur den Kampf des Liebenden um die Gunst der Dame, das auch, aber auch den Kampf des Autors um ein passendes Ende seines Liedes. Wieder vermengt Walter witzig den fiktionalen Liebesdiskurs, ja, wie komme ich bei meiner Dame denn jetzt am Ende meiner Argumentation ja zu Potte? Ja? Wie schaffe ich es, ihre Gegenliebe zu erhalten? Das wird vermischt mit der wirklichen Situation eines Autors. Wie bekomme ich denn jetzt in diesem Lied noch ein gutes Ende hin? Das entwirde ich nie mal rechte froh. Also ich werde nicht mehr wirklich froh, ist zweideutig. Es verweist auf den in Trauer befindlichen, unglücklichen Liebhaber des Werbungsliedes, zugleich aber auch auf den Autor, dessen Lied noch kein Ende hat. Und dann legt Walter drei alternative Enden zur Begutachtung vor, die mögliche positive Zukunftsszenarien für das Ich entwerfen. Der Kuss als Zeichen erotischer Annäherung, das ist eine Hoffnung. Die Minne, die Liebe, als Ärztin eines verwundeten Herzens. Ja, das ist das Heil, das, der Aspekt der Heilung. Sie heilt mein Herz von Grund auf. Ja, die Liebe als Ärztin des Herzens. Und die dreimalige Wiederholung des Schlusses jedoch. Und zumal die Schlusspointe, die überraschende und bei Walter einmalige Nennung eines Frauennamens, eben hier Hildegunde, lassen sich nur als Ironiesignale auffassen, von denen aus das ganze Lied seinen unernsten Charakter, seine humoristische Spannung erhält. Ja? In der Tat dürfte es sich bei Hildegunde ja nicht um eine reale Frau handeln, die Walter geliebt hat. Da für den Minnesang gerade die Abstraktheit der Dame konstitutiv ist, das habe ich Ihnen ja gezeigt, die Dame wird niemals mit Namen belegt, niemals so beschrieben, dass man sie wiedererkennen kann, liegt der Gedanke nahe, dass es sich bei Hildegunde hier um einen Verstecknamen handelt, wie er auch aus der romanischen Lyrik des Mittelalters bekannt ist. Wahrscheinlich hat Walter Hildegunde als Scherznamen benutzt, und zwar einer Sage entnommen, nämlich der sogenannten Walter- und Hildegunde-Sage. Die gibt es schon seit dem 10. Jahrhundert, ist sie bekannt durch Schriftzeugnisse, und im 13. Jahrhundert wird dann auch in deutscher Sprache ein Walter- und Hildegunde-Lied verschriftlicht. Der Name wäre dann intertextuelles Zitat aus einer bekannten Sage. Das wird ja, ist ja ganz witzig, ne? So wie in der Sage bekomme jetzt auch ich, Walter, meine Hildegunde. Eine lustige Pointe. Hildegunde wäre dann also eine literarische Figur und keine lebende Person. Zu dem unernst-parodistischen Charakter des Liedes würde das Spiel Walters mit seinem eigenen Namen in Verbindung mit dem Namen einer fiktiven Figur aus einer weit verbreiteten Sage jedenfalls gut passen. Also, kurz zusammenfassend, Walter importiert analytisches Sprechen und Gesellschaftsthematik aus dem Sangspruch in den Minnesang und gewinnt, wie hier vorgeführt, neue Ausdrucksmöglichkeiten für das klagende Ich, das von seiner Dame abgewiesen wird. Blättern Sie bitte um. Abschließend sollen noch Walters Lieder, ja, hier steht es nochmal, Entschuldigung, hier auf der Folie, ich hätte nochmal vorher sie umblättern lassen sollen, hier steht es nochmal ganz schön beschrieben, diese Figur Hildegunde, woher die stammt, und dass Walter eben neue Ausdrucksmöglichkeiten im Minnesang gewinnt.
Ja, damit möchte ich den Teil jetzt auch abschließend, aber ich möchte Ihnen noch etwas Letztes vorführen bei Walter. Blättern Sie bitte um. Und zwar gibt es bei Walter auch Lieder mit religiöser Thematik. Und die möchte ich Ihnen auch noch vorstellen. Religiöse Themen, das heißt Grundsätze des Glaubens, verfehlte Kirchenpolitik und so weiter, gehören auch zu den Motiven der Sangsprüche bei Walter. Und diese religiösen Themen treten auch in Liedern mit Gesellschafts- und Liebesthematik in Erscheinung. Also auch das wird jetzt sozusagen in die Liebesdichtung hineingespielt. Aber anders, als wir das aus der Gesellschaftsthematik kennen, anders als wir das mit der Gesellschaftsthematik oder mit dem analytischen Sprechen gesehen haben. Da verbleibt ja im Grunde das Werbungsliedschema, wird nur durch analytisches Sprechen und Gesellschaftsthematik erweitert. Bei den religiösen Themen, die jetzt integriert werden, ist es anders. Da wird das Werbungslied verlassen. Und zwar zur Gänze. Und ganz im Gegenteil, das Werbungslied wird deutlich abgewertet. Die Liebe zur Dame ist, wenn religiöse Themen ins Spiel kommen, bei Walter eine entwertete Liebe. Vor allen Dingen in Walters sogenannten Altersliedern, die ein Ich am Lebensende zeichnen, das Rückschau auf sein Leben hält, begegnen sich theologische Glaubensvorstellungen, Gesellschaftskritik und das Nachdenken über Liebe. Dabei schließt er an die Tradition der Altersklage in der Sangspruchdichtung an, die Walter nun mit der Liebesthematik verbindet, meist in Form der Absage von Liebe. Das ist eben das Besondere. Bisher war es ja bei der Gesellschaft und bei dem analytischen Sprechen eher so, dass die Liebe ihre Wertigkeit für das Ich behalten hat. Ja, und dass das Ich sich als weiterhin als Liebender gekennzeichnet hat. Und in diesen Altersliedern jetzt wird ein Ich gezeichnet, das die Liebe hinter sich lässt. Und die Dame. Beim Alternden verbindet sich nämlich das Bewusstsein des heraufziehenden Todes leicht mit Gedanken an das Jenseits, an das christliche Jenseits und der Notwendigkeit, sich auf dieses Jenseits vorzubereiten. Oder es verbindet sich mit einem wehmütigen Rückblick auf die eigene Jugend, die ebenso leicht in Klagen über den künstlerischen, politischen oder sittlichen Verfall der Gegenwart mündet. Alle Alterslieder verfolgen solche Themen. Häufig verbindet sich mit dem Thema, auf den Tod vorbereitet zu sein, Warnungen über die betrügerische Beschaffenheit der Welt. Also Warnungen vor den Verlockungen der Welt. Die Welt will dich mit ihrem Trug und Lug nur verlocken, den Weg von Gott, den Weg Gottes zu verlassen, ja, unethisch zu werden, Sünden zu begehen. Die Welt also sozusagen als so ein Gefährdungspool, ein Gefahrenbereich, den man meiden sollte, die Schönheit der Welt. Ja, das sind so Motivkomplexe, die wir in den Altersliedern vorfinden. Und ein solches Alterslied sei Ihnen nun abschließend heute in dieser Vorlesung vorgestellt. Blättern Sie bitte um. Ein Meisterlass, Traum und Spiegelglas, das sie zum Winde, wie das täte, sien gezeilt. Lob und Gras, das je min Freude was, s'wie ich nu erwinde, ich dunke mich also gestalt. Dazur Blumen mannigfalt, die Heide rot, der grüne Wald, der Vogelin sang in Turich Ende hart. Dazur der Linde, Syrse und Linde, so weh dir Welt, wie dir's gäbendes tat. Blättern Sie um. Das ist auch nicht mehr ironisch, das ist ein ernster Ton, der dem Alter und der Zeit des herannahenden Todes angemessen ist. Ich übersetze: Ein Weiser sagte, dass der Traum und der Spiegel, was ihre Beständigkeit anbelangt, dem Wind gleichzusetzen seien.
Laub und Gras, an denen ich mich immer erfreut habe, wie ich nun dem Ende zugehe, glaube ich, dass ich ebenso beschaffen bin wie Laub und Gras. Dazu vielerlei Blumen, die rote Heide, der grüne Wald und auch der Gesang der Vöglein. Alles hat ein trauriges Ende, außerdem auch die Süße und die Milde der Linde. Ach, weh dir, Welt, wie gut dir dein Haarschmuck steht. Themenlinien der Strophe sind Vergänglichkeit und die Schönheit der Welt. Die Welt mit ihren schönen Erscheinungen ist genauso unbeständig und vergänglich wie ein Traum oder ein Spiegelbild. Nichts in der Welt ist von Dauer. Alles vergeht. Walter rekurriert hier auf das Inventar seiner Liebeslieder, auf Requisiten wie der Locus Amoenus, der Lustort in der Natur, sein eigen nennt. Blumen spricht er an, die vergehen. Die Heide vergeht. Wald, Vöglein und der Baum der Liebenden, die Linde. Alles vergeht. Nichts ist von Wert, könnte man auch sagen. Weder die Lyrik über diese Gegenstände, noch die Gegenstände und damit die Liebe selbst. Ja? All diese Requisiten stehen ja für die Liebe. Doch nicht nur Liebe und Welt, sondern in einer poetologischen Lesart der Strophe ist auch die Dichtung, die diese liebliche Welt schafft, vergänglich und wertlos. Und weiter noch, auch das Ich selbst ist beschaffen wie Laub und Gras. Unterliegt der gleichen Form der Vergänglichkeit. Zugleich jedoch erscheinen diese weltlichen Dinge dem Ich als freudvoll und schön. Es bekennt, dass diese Dinge seine Freude hervorgerufen haben. Das, was jemin Freude heißt es. Ja. An denen ich mich immer erfreut habe, hier in der Übersetzung. Das Ich beklagt im letzten Vers, dass die Welt so schön ist und trotzdem vergehen muss. Dass der Liebesdiskurs dieser Darstellung der Welt zugrunde liegt, ist nicht nur an den Requisiten, die hier Verwendung finden, erkennbar, sondern auch daran, dass die Welt, die untergeht, aber auch verführerisch schön ist, einen Kopfschmuck ihr eigen nennt, den in der mittelalterlichen Gesellschaft Frauen tragen. Das Gebende, also hier als Haarschmuck übersetzt. Das ist so eine Haube. Die Welt wird im letzten Vers der ersten Strophe also als Frau personifiziert. Einerseits schön, verführerisch, aber diese Welt und die Frauen in ihr halten eigentlich die Menschen von dem eigentlich Wichtigen, der Dauerhaftigkeit ab. All das ist nur flüchtiges Glück. Also ganz anderer Ton. Ja? Hoffentlich merken Sie, als in diesen ironisch-spielerischen Liebesliedern, die wir uns bisher angeguckt haben. Blättern Sie bitte um. Ein tumber Wahn, den ich zerwählte harm, der ist Wandelbeere, wann der Böses Ende geht. Ich sollt ihn lahn, wann ich mich wolfers tarn, dass er icht gebäre meiner Seele großen Nied. Mein armes Leben in Sorgen liegt, der Burse, wer Michel zieht. Nun fürcht ich sircher Mann den grimmen Tod, dass er mit Zwere an mir gebäre, verforchtend, bleichend mir die Wangen rot. Blättern Sie um die Übersetzung. Eine törichte Hoffnung, die ich in Bezug auf die Welt habe, ist tadelnswert, weil sie zu einem schlechten Ende führt. Weil ich das klar sehe, sollte ich sie, also die Hoffnung, aufgeben, damit sie nicht einen großen Schaden für meine Seele mit sich bringt. Mein armes Leben ist voller Sorge. Zu büßen wäre höchste Zeit. Nun fürchte ich, kranker Mann, den grimmigen Tod, dass er mit Leid sich an mir vollzieht. Vor Angst erbleichen mir die roten Wangen. Wer seine Hoffnung auf die Welt und ihren schönen Schein setzt, ja, wer eine Hoffnung in Bezug auf die Welt hat, die ersten beiden Verse hier,
der ist verloren, weil die weltlichen Verlockungen ein schlechtes Ende bereithalten. Diese Verlockungen gefährden das Seelenheil. Christlicher Gedanke. Trotzdem hat das Ich seine Hoffnung auf die Welt gerichtet. Eine Absage an die Hoffnung, dass die Welt ihn mit ihren vergänglichen Requisiten glücklich macht, ist im Konjunktiv formuliert. Ich sollte den Wahn lahmen. Also ich sollte die Hoffnung auf die Welt, die ich gesetzt habe, die Hoffnung, vielleicht auch auf die Frau, dass sie mich erhört. Ich sollte die Hoffnung, die ich in die weltliche Liebe gesetzt habe, dass die mich glücklich macht auf Dauer. Die hätte es mal aufgeben sollen, aber das Ich konnte es wohl nicht aufgeben. Kann es immer noch nicht aufgeben. Und so ist sein Leben arm und voll Sorge, weil es nicht weiß, ob Gott seine Seele erretten wird, da es sich zu sehr an die nichtigen Dinge der Welt und zu wenig Gott zugewendet hat. Es wäre höchste Zeit, Buße zu tun und umzukehren. Das heißt also, sich auf den Glauben und auf Gott zu konzentrieren, auf die Ernsthaftigkeit des Lebens. Aber das Ich scheint die Welt sowie ihre Schönheit nicht loslassen zu können und bezeichnet sich infolgedessen als Siechenmann, also als Krankenmann. Eine Formulierung, die auch als Bezeichnung für das Verliebtsein ja gängig ist. Ich habe das schon mal in der Vorlesung angesprochen. Liebeskrankheit ist ein Topos seit der Antike. Ovid hat ihn in die Liebeslyrik und in die Liebesdichtung eingeführt. Da der Tod droht und durch sein Festhalten an der Welt Leid über ihn bringen könnte, also nicht der Tod an sich bringt Leid, sondern was kommt nach dem Tod für mich? Habe ich so eine Vorsorge getroffen? Das ist sehr katholisch, das ist jetzt evangelischen Menschen etwas. Es ist altgläubiger Gedanke, das ist evangelischen Menschen ein ungewöhnlicher Gedanke. Ich werde von Gott für meine guten Werke belohnt, für meine Frömmigkeit, für meinen Glauben, für mein ethisch-moralisches Handeln. Und so besser ich in der Welt gehandelt habe, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass ich ins Himmelreich komme. Ja? Und umso mehr ich mich an die Welt, ihre Verlockungen, ihre Nichtigkeiten geklammert habe, umso geringer ist die Chance, dass ich ins Himmelreich kommen werde. Und in dieser Angst lebt das Ich hier. Deswegen erbleichen die roten Wangen. Ja? Es sind auch höfische Wangen, die roten Wangen. Auch das ist ja ein Zeichen von Leben, Lebensgenuss, auch von Liebe. Ja. Und jetzt geht es aber darum, dass man stirbt, dass das Blut aus einem weicht. Und wo geht es mit mir hin? In den Himmel oder in die Hölle? Diese Angst wird jedenfalls in der dritten Strophe genauer erklärt. Blättern Sie bitte um. Wie soll ein Mann, der nüwann sünden kann, Han Gurt gedingen oder gewinnen hohen Murt? Sieht ich gewann den Murt, das ich begann, zerwählte Dingen, merken übel und de Gurt, do gräf ich als ein Tore tuert, zerwinst dann Hand recht in die Glurt und mehrte ihr dem Tüfel sinen Schall. Des muss ich ringen mit Sorgen Dingen. Nu ringe und sänft auch Jesus minen Fall. Wie soll ein Mensch, der nichts als sündigen kann, gute Hoffnung haben oder Zuversicht gewinnen? Seit ich die Fähigkeit erworben habe, damit zu beginnen, über die Welt zu urteilen, Böses und Gutes zu unterscheiden, hier ist die Ursünde angesprochen, dass Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis gegessen haben und damit Böses und Gutes erst unterscheiden konnten, also nicht mehr nur gut haben handeln können. Da griff ich, seitdem ich Böse und Gutes unterscheiden kann, seitdem mir das Böse bekannt geworden ist, da griff ich, wie ein Narr es tut, auf der linken Seite voll in die Glut und mehrte dabei immer das Triumphgeheul des Teufels. Deshalb muss ich kämpfen und voller Sorge hoffen. Nun möge Jesus
meinen Fall sanft und leicht machen. Der Mensch taugt nur zur Sünde, und so sei auch das Leben des Ichs hingegangen. In Anspielung auf den Sündenfall sieht das Ich seinen Lebensweg als Triumph des Teufels über ihn. Narrheit wirft er sich vor. Ja, er konnte nach rechts greifen, in das Kühle, Schöne, Angenehme, in das Gute, aber er griff nach links, in die Glut, ja, hier als Synonym für die Hölle, in der ja, das Feuer lodert, das Höllenfeuer lodert, und jetzt ist seine einzige Hoffnung nur noch ein Gnadenakt Gottes. Erbarmen. Jesus möge sich seiner erbarmen und seinen Fall am Ende noch leicht machen. Blättern Sie bitte um, die vierte und letzte Strophe. Heiliger Christ, sieh du gewaltig bist, der Welt Gemeine, die nach dir gebildet sind, gib mir die List, dass ich in kurzer Frist allsam Gemeine dich sam diene erwählten Kind. Ich was mit gesähenden Augen blind und aller guten Dinge in Kind, zwie ich mine Missetat der Werte Hall, mach mich reine, ehe mine unreine Seele versink in das verlorene Tal. Blättern Sie bitte um, die Übersetzung. Huch, die Übersetzung ist weg. Tut mir leid, die ist irgendwie weggefallen. Das ist ja saublöd. Ich übersetze Ihnen die letzte Strophe. Verfolgen Sie bitte mit. Heiliger Christ, da du Macht hast über die weltliche Gemeinschaft derer, die nach dir geschaffen sind. Menschen eben, ne? Die nach Christus Ebenbild geschaffen wurden. Gib mir die Einsicht, die List, dass ich dich schnell genauso in meine Gedanken aufnehme wie deine auserwählten Kinder, samt deinem erwählten Kind. Ich war mit sehenden Augen blind und gegenüber allem Guten wie ein Kind, also unverständig, närrisch. Obgleich ich meine Missetat vor der Welt verbarg. Also vor der Welt stand ich immer als Guter da. Die hat mich reich belohnt, die Welt. Aber du, Gott, du hast meine Missetat gesehen, erkannt und wirst mich jetzt entsprechend behandeln wollen. Die Hoffnung ist aber, noch Gnade zu finden. Deswegen mache mich rein, bevor meine unreine Seele in das verlorene Tal hinabsinkt. In dieser letzten Strophe wird der Gottessohn in einem flehenden Gebet angerufen. Heiliger Christ, er wird angesprochen, ein Gebet, sieh du, ne? Direkte Ansprache, eine Gebetsform. Christus möge das Ich nochmal sehend machen, zur Einsicht führen. Und dies hat das Ich bitter nötig, da es vorher im Leben blind war und das Gute mied, obwohl er ja durchaus die Erkenntnis von Gut und Böse hatte. Nur Jesus kann ihn jetzt noch erretten. Seine Seele ist sonst auf immer verloren. Ja, das ist ein Alterslied und da wird ein ganz anderer Ton angeschlagen und mit einer ganz anderen Ernsthaftigkeit Liebe und Leben in der Welt, in der schönen Welt verhandelt. Mit diesen Erweiterungen des Minnesangs um Themen, Gesellschaft, mit Formen, Altersklage und Sprechweisen, analytisch und definitorisch, bestimmt Walter von der Vogelweide die Tradition des Minnesangs im 13. Jahrhundert entscheidend. Blättern Sie bitte um. Hier können Sie es nochmal nachlesen. Walter von der Vogelweide zeichnet sich durch Erweiterungen des Minnesangs um Themen, Formen und Sprechweisen aus. Und damit ist Walter bestimmend für die Entwicklung des Minnesangs im 13. Jahrhundert. Soweit. Nächstes Mal dann habe ich die Freude, Ihnen einen Superstar unter den Minnesängern präsentieren zu können. Ein Autor, der mit seiner ganz eigenen Lyrik neben Walter zum anerkanntesten Lyriker seiner Zeit
und der darauffolgenden 2 Jahrhunderte avancierte. Also dessen Lieder blieben 200 Jahre wirklich Gassenschlager, wenn Sie so wollen, Gassenhauer. Man könnte auch besser ausdrücken, waren in der Adelsgesellschaft immer wieder en vogue. Der Autor heißt Neithardt, dessen Lyrik einen weiteren, vorerst letzten, bedeutenden Innovationsschub in der deutschen Literaturgeschichte des Mittelalters markiert. Aber nächste Woche dann mehr zu diesem Neithardt. Das lohnt sich. Das ist ein grandioser Dichter. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Vielen Dank.